In diesem Tutorial werden wir ein einlösbares Video erstellen. Ein einlösbares Video kann ein Produktvideo, ein Marketingvideo oder jede andere Art von Videoinhalt sein, dem du die Aufmerksamkeit der Nutzer schenken möchtest. Diese Art von Promotion eignet sich gut, wenn du tolle Inhalte hast, die nicht im Feed der sozialen Medien verloren gehen oder überblättert werden sollen. Die Nutzer können dein Video in der My Favorito App ansehen. Sobald sie das Video vollständig gesehen haben, können sie auf Einlösen klicken und Geld an ihren Verein senden. Dazu bewegst du den Cursor über Promotions in der Navigationstoolbar und klickst auf Hinzufügen. Als nächstes wählst du ein einlösbares Video aus. Gebe deinem Video einen Titel. Das ist das, was der Fan in der mobilen und Web-App sehen wird. Und gib eine Beschreibung an. Danach wählst du aus, für wen diese Aktion relevant ist. Du kannst doch ein Limit festlegen, wie oft dieses Video von allen Nutzern angesehen und eingelöst werden kann. Du gibst einen Link zu deinem Video an. Es sollte ein YouTube-Link sein. Du kannst ein Vorschaubild aus dem Video hinzufügen oder später ein Vorschaubild hochladen. Weiter wählst du dann aus, wer dieses Video einlösen kann. Gib den Betrag ein, den du an den Lieblingssportverein des Fans senden möchtest, wenn sie diese Aktion einlösen. Danach lädst du ein Vorschaubild hoch. Das ist das, was der Fan mit dem Titel der Aktion sehen wird. In den erweiterten Einstellungen kannst du festlegen, wie lange der Code aktiv sein soll und eine Folgeaktion für die Nutzer wählen. Klicke auf Speichern und du hast dein erstes einlösbares Video erstellt. Schauen wir es uns nun in der App an. Die Nutzer können sich die Promotion ansehen und das komplette Video anschauen. Sobald das Video zu Ende ist, wird die Schaltfläche Einlösen aktiviert und die Nutzer können Geld an ihren Lieblingssportverein senden.